Plastisch-Ästhetische Chirurgie Bonn, Dr. Bosselmann und Dr. Siepe. Wir begrüßen Sie zum Facelift. Ich möchte einfach wieder jugendlicher aussehen, frischer. Das sagt alles so ab. Was kann man denn da machen? Im Laufe des Lebens erschlafft das Bindegewebe, auch das Volumen, nämlich das Fett, nimmt ab und es kommt zu einem Hautüberschuss. Es ist also eine Kombination meist von drei Dingen. Das können wir korrigieren mit einer Straffungsoperation oder einem Facelift, wie man sagt. Im Wesentlichen straffen wir dabei die Muskulatur unter der Haut und bringen das Gewebe, was abgesunken ist, wieder an die frühere Position zurück, um ein möglichst natürliches Ergebnis zu bekommen. Das können wir mittlerweile sehr sicher in narbensparender Technik durchführen. Das heißt, dass man später kaum sichtbare Narben hat. Wie darf ich mir denn so eine Operation vorstellen? Facelifts können wir auch mit anderen Eingriffen zusammen kombinieren. Das heißt, Oberlid- oder Unterlidstraffung oder beides in einer Sitzung, in einer Operation durchführen. Häufig ist es dann auch noch sinnvoll, zum Volumenaufbau Eigenfett zu verwenden, das wir dann woanders entnehmen. Wir legen sehr hohen Wert auf die Sicherheit, sowohl beim Operieren wie auch bei der Anästhesie. Die Facelift-Operation wird meistens in Narkose durchgeführt, kann aber auch in Dämmerschlaf durchgeführt werden. So jung und frisch, wie ich dann aussehe, wie lange hält das denn dann an? Grundsätzlich kann man sagen, dass das Facelift eine wirkungsvolle Operation mit einem lang anhaltenden Effekt ist. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.